Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play SmackDown vs. Raw 2009. Wir sind hier stehen geblieben bei der zweiten Raw-Ausgabe. Ja, The King of Kings. Und ich mache es so, dass ich jedes Match einzeln, also jede Show einzeln aufnehme. Dass man dann so eine Übersicht hat. Oder mal sehen, also ich habe jetzt einfach nicht noch ein Match reingepackt. Vielleicht dieses Mal, wenn's schneller vorbeigeht. Mal sehen. Okay, direkt rein und... Ja. Gehen wir mal ins Match und wir werden gegen Edge und Mr. Kennedy antreten. Ich glaube, wir werden gewinnen. Also wäre irgendwie blöd, wenn wir verlieren würden. Ja, okay, die Entrance muss ich nicht nochmal zeigen. Ich glaube, die Entrance zeige ich nur bei WrestleMania, wäre, glaube ich, besser. Ja, das wäre irgendwie besser. Dann könnte ich sogar noch ein zweites Match ranhängen, wenn ich die Entrances überspringen würde. Ja, klar, okay, wir werden das Match nicht gewinnen. Ah, komm, wir werden es trotzdem gewinnen. Okay, die Q an. Dann mach ich so. Bam. Neckbreaker! Scheiße. Ah, scheiße. Das war eine Lariat, Mann. Oder? Keine Ahnung. Bam. Und bam. Und der Pedigree! Was kommt denn da? 1, 2, ich streite mit dir, ey, Ref. Und der Pedigree. Bam. Pinnen wir mal Edge. 1. Nummer 1. Ein Neckbreaker. Was haben wir dort? Ein Elbow. Neckbreaker. Aua. Und ein Back Suplex. Das war schlau, Kennedy. Das war schlau. Neckbreaker. Scheiße. Und jetzt ein Pedigree. Und schon wieder ein Bruted Edge. Der holt mir ja mitten in die Fresse. Einfach so.
Mach ich auch nicht bei dir, okay, mach ich jetzt. So hast du es bei mir gemacht, das ist nicht nett. Und der Shinbreaker. Der Pedigree! One! Bam! Bam! Neckbreaker! Pedigree! One, two, three, gewonnen! Wir haben gewonnen! Geht doch. Warte mal Zeit. Oh, oh. Oh oh, da haben wir unser Spielzeug. Speichern, ja, ich möchte speichern und dann bitte zur nächsten Woche rüberschreiten. Ja, habe ich auch nicht vorgehabt. Wo sind wir nochmal? In? In Cincinnati, Ohio. Welcome to Raw. We have a real treat tonight. A WWE Championship match. Triple H has the number one contender spot, but the beating he took last week may hurt his chances. If there's one man who could put Randy Orton's title reign to the test, it's Triple H, no matter his condition. Ja, ja. Ja, ja. Anscheinend eine Katze noch. Triple H, I wanted to wish you luck tonight in your championship match. Thanks, Nate. You know better than anyone else what it's like to be in this situation. It seems like only yesterday, you, me and Randy, we were all one unit in Evolution. That's history, Rick. And tonight will be historic. Thanks for stopping by. Bring it home, champ. Woo! Okay. Der Nature Boy war auch da. Dann mach ich mal hier Entrance aus und Match starten. Triple H gegen Randy Orton. Also wenn wir Evolution wieder vereinigen könnten, dann wäre es richtig cool. Ich hätte Bock auf Evolution hier drin. Aber ich hätte auch irgendwie Bock, DX hier wieder reinzufügen. Aber da Shawn Michaels nichts mit dieser Story zu tun hat, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass der irgendwie, keine Ahnung, was mit der Y2J-Story zu tun hat. So, Shawn Michaels und Y2J, ne? War ja früher so ein gutes Match bei WrestleMania, muss ich sagen. Also, mir hat's gefallen. Nature Boy better watch his back, JR. Soon there'll be a new dirtiest player in the game. Okay, break!
Und ein Knee Drop. Gelernt von Nature Boy. Well, halt im Nature. Im Nature Boy Style. Jetzt noch ein Knee. Crapo Edge. Und der Pedigree! Und bam! Yeah! Bam! Chop! Und ein Spinebuster! Ist es das? One, two, nein! Da kickt nochmal Randy Orton aus! Bam. Triple H. And he strikes with the elbow. He puts the boot to his opponent. His opponent telegraphed that one. Nein. Yeah. Na, fuck. Was? No! Wie unwissend das? Rated RKO wieder vereint oder was? Randy macht einfach gar nichts. Rated RKO wieder vereint, Randy macht gar nichts. Er guckt einfach nur zu. Ihm gefällt das anscheinend. Komm her, Randy! Aua. Teleport! Spear! Randy! Rated RKO wieder feind! Rated RKO! What?! Randy Orton rettet Triple H, what the hell? These two working together? I have no idea, King. I'm stunned. What the fuck? Okay. Das war gerade mein Hirn geweckt, deswegen würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Ciao, Leute, oder rein!